Ah, ich vergesse immer, dass ich das zuerst einstecken muss. Und dann erst den ganzen anderen Murks. Hat er das jetzt? Jetzt macht das. Ja, ich hätte da lieber Tasten für, sage ich ganz ehrlich. Hallo, Unartiger. Ich hätte da lieber Tasten für, so drücke Z, drücke U, drücke dies, drücke das. Ja, ich habe ja auch noch dein Spiel da, das muss ich auch mal. Das ist ja auch so ein Zugspiel, da ist sogar Wirtschaft drin. So, irgendwo hier muss ich doch dieses Ding da aktivieren. Was ist V soll? Kann ja hier noch so Dingens drücken, so Fertigprogramme irgendwie. So, wir können die Türen schließen. Und die Bremsen lösen und anfangen Gas zu geben. Aber das sollen wir nicht. Wir sollen, glaube ich, erst das hier einstellen. Das mache ich mal auf 140 und dann fahren wir mal los. Ups, ich hatte nicht auf Vorwärts gestellt. Und er bewegt sich. Wahnsinn. Wir müssen ja gleich wieder bremsen. Ich brauche ja gar nicht so schnell zu fahren. Ah ne, 85 Kilometer. So viel zugleich. Wesen, das kann ich jetzt auf Max stellen und der AFB regelt das runter. Also der fährt jetzt einfach nicht schneller als 140. Sind wir mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt, ob ich während der Fahrt auch den AFB lenken kann. Dieses Geruckel ist halt irgendwie ein bisschen unschön, aber gut. Sollte so sein, bin ich mal gespannt. Tut er in der Tat. So, und gleich dürfen wir 180, dann kann ich ja dann hoch auf 180, vermute ich mal. Gut, 179 reicht. Ich werde noch zum Lokführer-Profi. Es dauert nicht mehr lang, Racefire, du kannst meine Bewerbung bei deinen Chefs einreichen. Lieber nicht. Könnt ihr zumachen.
So, irgendwie hat er gesagt, ich dürfte jetzt schneller. Also fahren wir jetzt schneller. Sag mal 240, hm? Oder müssen wir komplett ran, wenn wir pünktlich sein wollen? Voila, die Waldfee. So, Aussicht, Fluss da unten. Versuche mich mal ein bisschen umzugucken, dass wir ein bisschen was sehen. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera nach draußen irgendwie manövrieren kann. Da gibt es mit Sicherheit auch eine Taste für, aber ich habe keine Ahnung welche. Taste 2, 3 und 8 im Regelfall ist was? No, not Michael. Und hallo auch im Chat. 2, 3 und 8 im Regelfall. Ah, die Außenkameras. Versuchen wir mal. Oh. Ja, okay, wenn wir nicht im Tunnel sind. Gucken wir nochmal, wenn wir nicht im Tunnel sind. Probieren wir die einfach mal alle durch, oder? Also eins ist Cockpit. Zwei guckt uns von außen an. Oh. Da sehen wir jetzt auch die Landschaft und die Trassen und alles drum und dran und alle Abstellgleise und Funkenflug. Das ist von der anderen Seite. Ein bisschen näher dran am Zug. 4 gibt's nicht, 5 gibt's nicht, 6 gibt's nicht, 7 nicht, 8 ist Vorbeifahrt. Hat was. Wupsa. Das ist ein Cockpit. Kann mir keiner erzählen, dass das hier kein Cockpit ist. Guck mal, wie viele Schalter, Hebel und Monitore hier sind. Das ist doch wie im Flugzeug. Halbes Raumschiff Enterprise hier. So, habe ich eigentlich irgendwo ein Prösterchen verpasst? Nee, ne? Aber ich sah trotzdem ein Prösterchen. Also was ich interessant finde, ist, dass wir jetzt wirklich mal absolut Anschlag fahren hier. So viel wie wir dürfen. Und wir haben noch 65 Kilometer zu absolvieren und uns bleiben noch 23 Minuten für einen Zielort.
Ich denke, im Englischen heißt das vielleicht auch Driver Cancel oder Cockpit oder irgend so ein Begriff werden die da schon haben. Müssen wir mal nachgoogeln. Jetzt aber mal die Frage, Racefire, ist man da wirklich so gefahren? Also mehr hast du nicht gesehen? Hast du da keine Cockpitbeleuchtung oder keine Führerstandbeleuchtung, wo du gesagt hättest, da kannst du auch noch ein bisschen was sehen von den ganzen Dingern oder habe ich die nur nicht angeschafft? Schaltet hier und du machst in der Regel an. Da steht übrigens Führerstandbeleuchtung. Lokführerpultbeleuchtung. Macht man aber nicht, wie im Auto. Okay, also machen wir sie wieder aus, weil unrealistisch. Oh. Oh. Gibt es zwei Modi für. Da muss dann aber jeder Handgriff sitzen, oder? Wenn du nicht mehr siehst. Oh, wieder Tunnel. Das Hinterteil war noch draußen, vorne waren wir schon drin. Ja, die haben mir nie beigebracht, wie man die Schalterbeleuchtung einschaltet. Im Tutorial wird das einfach nicht erklärt. Im Tutorial sagen sie, mach das und das Licht an. Wow. Und nächster Tunnel. Und ab wieder rein in den Tunnel. Nick ist im Tunnel heute. Aber das Gute ist, wir wissen diesmal auch, wie man bremst. Also ich hoffe, wir fahren automatisch auf Fulda Bahnsteig 4. Weil ich bin da ganz ehrlich, wenn die von mir wollen, dass ich da auch noch Dinge regel, dann kann es ungemütlich werden bei mir. Ja, ich glaube, normalerweise werfen auch die Monitore noch ein bisschen Licht da auf den Führerstand, oder?
Also es läuft. Zum ersten Mal läuft's. Ich habe sogar meine Passagiere mit dabei diesmal. Diesmal mit Passagiere an Bord. Wenn ich diesmal den Bremspunkt verpasse. Und diesmal sind wir ja auch konzentriert. Wir wissen ja, es sind noch 42 Kilometer. Und wir wissen, wir dürfen 250 fahren. Also da ich in 1,6 Kilometer das nächste Durchfahrtssignal habe und sich danach das Tempo ändern könnte, würde ich jetzt ungern durch den Zug laufen. Aber es kann ja sein, dass ich danach bremsen muss. Ne, das testen wir mal, wenn wir im Bahnhof sind, glaube ich. Ah, Flugsimulator, da sagst du was, den müsste ich auch mal wieder installieren. Auf einen neuen Rechner. Den guten Microsoft Flight Simulator, den ich irgendwann nicht mehr sehen konnte, weil die Grafik auf dem alten Rechner einfach, das war nichts. Ich konnte ja nicht mal in Frankfurt landen ohne Probleme. Und dann brauche ich dafür noch ein Wirtschaftssimulations-Add-on. Ja, du kannst, glaube ich, durch den ganzen Zug laufen hier in dem Spiel. Aber wie gesagt, machen wir im Bahnhof. Wenn uns dann noch ein bisschen Zeit bleibt, machen wir das im Bahnhof. Nee, ich habe keinen DCS, ich habe Microsoft Flight Simulator. Skev, welches Let's Play würdest du gern weitersehen? Ja, das Add-on, was ich da hatte, war ja ein bisschen, naja. Mittlerweile ist es ja, glaube ich, unbrauchbar, wenn ich die Leute richtig verstanden habe in der virtuellen Airline. Man müsste halt wirklich mal gucken, dass ich irgendwie was finde, wo ich einfach frei damit spielen kann. Also als freie Visum sozusagen. Und nicht mit so einem Mieten monatlich, Server, Hosting, Internetgedöns, was dich dann im Flugsimulator komplett zeitlich bindet und alles. Früher habe ich gemacht dieses FS Passenger, das habe ich geliebt. Das gibt es ja aber nicht mehr. Also für den neuen Flugsimulator. Das ist eigentlich ganz schön gut. Vor 2 Stunden hatte ich keine Ahnung, wie man Zug fährt. Jetzt fahre ich mit dem ICE da nach Fulda auf dem Bahnsteig 4. Und das läuft, wie es aussieht.
Also ich glaube, du kannst das hier sehr realistisch fahren, wenn du willst. Bin ich fest von überzeugt. Aber ich bin noch nicht so gut, dass ich es komplett realistisch fahren könnte. Sagen wir es einfach mal so. Es scheitert hier noch am Fahrer, nicht am Spiel. Oder nicht an der Simulation. Bevor einer ausflippt, weil ich Spiel gesagt habe, wie bei iRacing. Wobei ich ganz ehrlich am Überlegen bin, das sage ich jetzt auch mal ganz offen hier unter uns, wir sind ja im kleinen Kreis. ich bin wirklich hart am Kämpfen mit YouTube zurzeit. Oh, wir dürften in 3,3 Kilometer sogar 280 fahren. Dann geben wir mal Gas. In 3 Kilometern. Aber ich glaube, wir müssen in 18 Kilometern ja runterbremsen. Ich weiß nicht, inwieweit das Sinn macht, da nochmal richtig drauf zu halten. Ja, ich glaube, danach werden die Tunnel aufhören. Deshalb wird dann wahrscheinlich 280 freigegeben. Oh, oh. Keine gute Idee. Wir gehen mal ein bisschen runter. Ich hab einfach ein bisschen Muffelsausen, dass wir einfach zu schnell da hinten reinfliegen. Weil es sind nur noch 14 Kilometer. Fahren wir schön 220, die letzten 13. Kommen wir garantiert zu spät, kriegen wir Mecker. Wäre auch nicht das erste Mal bei mir. Es ist komischerweise nie umgesprungen, obwohl er jetzt wieder sagt, dass ich in 1,5 Kilometer 250 fahren darf. Da sind noch 10 Kilometer bis ins in den Bahnhof. Wir bleiben auf der Speed. Was sagt Racefire, wenn ich ins Bremsen einleiten soll, da ich zum Stehen komme im Bahnhof und nicht wieder durchrausche? Ja gut, sie nehmen ja schon die Speed runter, wir nehmen auch die Speed runter, bleiben ein bisschen unterm Limit. Ich will nicht wieder durch den Bahnhof durchhassern, lieber ein bisschen langsamer. Gehen's mal relaxed an. Ich hoffe, wir haben keine Verspätung. Aber ich kann es ja eh hier mitsteuern, oder? Also ich meine jetzt mal ganz blöd gesagt, ich habe ja diesen... Äh,
AFB-Schalter, damit kann ich ja theoretisch runterbremsen, gehe ich von aus. Wo sind wir denn? So, wir haben noch 1 Kilometer to go. Okay. Ich glaube, wir haben den gerade zum Stehen gebracht. Da wollte ich aber nicht stehen. Gib Gas! Alter, das gibt's doch nicht. Warum macht er das denn nicht? Ganz runter. Ganz gelöst. Ja, AFB ist doch, wenn ich auf 0 bin, aus, oder nicht? Ich hätte wahrscheinlich einfach da ausschalten sollen. Wäre vermutlich besser gewesen. Ja. AFB war noch auf 0. Genau. Das macht. Das war der Grund. Hätte es einfach ausschalten sollen. Brauche ich eh nicht für die letzten 500 Meter. Wir sind sogar etwas zu früh. Eine Kurve am Gleis festgefroren, das könnten wir auch mal sagen, ja. Oder wie mein Klassenkamerad von mir gesagt hat, als der Lehrer gefragt hat, warum er zu spät in den Unterricht kommt, hat er gesagt, ich hatte Gegenwind.
So, jetzt sollen wir die Türen entriegeln. Das können wir dummerweise nur hier rüber. Jetzt entsteigen die Fahrgäste. Hallo Flatty, kaum ist er da, gibt's was am Marsch. Prösterchen Flatrate. Und wir haben es erfüllt. Und ich strecke mich mal für das juckt oder juckt das so rum. Nicht das juckt, juckt das. Einmal strecken. Einmal Haltung annehmen. Und ja, das waren doch ordentlich Punkte, würde ich mal sagen, oder? Haltegenauigkeit waren 3,54 Meter. Geplant war 6 Minuten 46. Was waren das? Das hat aber länger gedauert, oder? Was ist denn das geplant? 6 Stunden 46? Keine Ahnung. Aber das 6 Stunden kann nicht sein, oder? Also, auf jeden Fall, das war geplant, das haben wir geschafft. So. Okay, das macht Sinn, ja. 6.46 Uhr macht Sinn. Weil also in Stunden oder Minuten kann das nicht sein. Wir waren ja länger beschäftigt hier mit dem Fahren. Genau, benötigte Zeit waren ja 31 Minuten. Gelaufene Entfernung 0 Meter. Ich war 3 Minuten zu früh, richtig.